Meine treuen Gefährten des Couch Gaming. Wir spielen wieder einmal Elite Dangerous. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind hier in Pasture Terminal. Und wir wollen doch mal schauen kurz, ob wir hier am schwarzen Brett irgendwas machen können. Denn, naja, in der letzten Folge sind wir... Oh, noch eine Spende? Ja, na klar, wir haben doch so viel Geld. Ja, alles, was wir machen können hier. So. Nehmen wir das Gedöns hier mal an. So. Genau. Alles, was wir machen können hier, um der Föderation zu helfen. So, Medikamente dringend benötigt. Okay, Vorlauf erzählen. Um eine Hauskrankheit einzudämmen, brauchen wir dringend Medikamente. Wir suchen alle Piloten, uns zu helfen. Wir wären äußerst dankbar für alles, was sie uns spenden können, auch wenn wir sie dafür nicht bezahlen können. Ach so. Ja, auf der Suche nach einer... Nee, Chancenbeförderung. Was ist denn hier? Bei Offizieren ihres Kalibers zeigt sich, wie wertvoll das Kurztestprogramm für die föderale Flotte ist. Manche Daten sind so wertvoll, dass sie nicht einmal unseren besten Verschlüsselungsprotokollen sicher übertragen werden können. Stattdessen müssen sie sicher und diskret persönlich übermittelt werden. Bringen Sie dieses Bündel Befehle zur Station Wilson Hangar im Gliese-System. Liebe Freunde, das machen wir einmal. Zack. Na, föderale Flotte. Nach Gliese. Irgendwo hin. Okay, das machen wir dann einmal. Warte mal, wir gehen erstmal zurück an die Oberfläche. Dann haben wir das schon mal. Und einmal. Da ist es. Blup. Einmal dahin. Es ist auch nur ein Sprung. Das ist wunderschön. So, und damit haben wir es auch schon fast. So, Kinders. Wo haben wir den Schiedel denn? Da vorne. Schöne Sache. Gut. Da müssen wir jetzt einmal kurz hin. Einmal noch kurz aus der Massensperre raus. So, noch ein bisschen weiter weg, dann lädt der ein bisschen schneller auf. Obwohl, naja, letztendlich ist es doch schneller, wenn wir direkt, sobald wir aus der Massensperre rausgehen, no. Okay, damit hätten wir das schon mal und Gefährdungsnavigationssignal, was ist denn das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Gefährdungsnavigationssignal. Ich glaube, das war Wilson Hangar. Kampfbereich weniger heftig. Kinders, hier haben wir Kampfbereiche. Oh, ist das schön, ist das schön. So, wo müssen wir hin? Geheimniskrämerei, Wilson Hangar. Okay, da gehen wir mal hin. So, zack. Wilson Hangar, Ziel auswählen. Ja, schön, da müssen wir einmal hier rum. Und dann haben wir das. Notruf. Ja, den können wir jetzt nicht entgegennehmen. So. Mal gucken, ob das irgendwie uns hilft hier. Ne? Wir haben auf jeden Fall schon einen 6%igen Ruf. Also das mit der Spende hat schon mal was gebracht. Ne? Die Spende hat schon mal was gebracht. 1% letztendlich. Und was haben wir da hinten? The Last Seed. Main Menu, News, Entertainment. Okay. Nettes Detail. So. Passen wir mal lieber auf, dass wir hier nicht übers Ziel hinausschießen.
Geht mal lieber ein bisschen weiter runter hier mit der Geschwindigkeit. Immer so ein kleines bisschen. So ist das doch eigentlich ganz gut. So ist eigentlich richtig schön. Rohstoffabbau. Wunderschön. Ja, Kinder, jetzt lassen wir uns hier mal mit dem Anflug ein bisschen mehr Zeit. Denn ich habe einfach keinen Bock mehr auf dieses komische Überziehen hinausschießen, was wir immer haben. Also machen wir das so. Und ich glaube, das da links ist jetzt ein Mond, der da an uns vorbeizieht. Naja, muss uns nicht interessieren. So ein bisschen schneller können wir jetzt aber. Sonst kommen wir hier nie zu Rande. Jo, das sieht auch schon besser aus. So, ein bisschen schneller. Immer so ein bisschen hin und her wackeln hier mit der Geschwindigkeit. Und ich glaube, jetzt sind wir doch wieder ein bisschen zu schnell. Kinder, ich glaube es nicht. Nee. Wir schießen dran vorbei. Kinder, unglaublich, dass das immer wieder passiert. So, jetzt aber. Jetzt kriegen wir es aber hin hier. Meine Güte. Okay. Und ich bin mir ziemlich sicher, ja, wir werden na, so ein bisschen so. Ich denke mal, so kommen wir doch ganz gut rein hier. Ja, wunderbar, Kinder. Na, jetzt. So. Ach, Kinder, ist das schön. Ist das schön. So. Einmal auftanken. Schwarzes Brett. Wo haben wir es denn jetzt? Komm schon. Geheimniskrämerei. Fracht abliefern. Ryan and Services und Gun Jet Netcoms. Oh, steigert den Ruf, das ist schön. So, Rang, Rekrut. Ah, Kinders, das ist doch was Schönes. So, jetzt wollen wir aber mal, ja, eigentlich noch mal kurz in den Sternhaufen. Kurier gesucht. Oh, das war noch vorhin weniger. Dann. Ich überlasse Ihnen diese persönlichen Besitzzimmer der Rekruten, die das Training nicht erfolgreich abgeschlossen haben. Sie müssen uns zu unserem Kundendienst im Outsourcing-Büro der Station Gamow Gateway befördert werden. 29 Lichtjahre. Kinder. Nee, das machen wir nicht. Ist zwar eine nette Sache, aber muss jetzt nicht unbedingt. Ne? Nee, wir fliegen lieber einmal noch los ins weniger heftige Kampfgebiet, das wir haben. Wo haben wir es denn? Kampfbereich. Weniger heftig. Da, liebe Freunde, fliegen wir einmal hin. Und dann müssen wir uns für eine Fraktion entscheiden. Wir wissen nur noch nicht, welche. Welche Fraktionen da gegeneinander kämpfen. So.
aber da fliegen wir jetzt erstmal hin. Und wenn wir dann in diesem Kampfbereich sind, dann müssen wir uns auch für eine Fraktion entscheiden. Wir werden wahrscheinlich nicht angegriffen, wenn wir fraktionslos da reingehen. Denn das sind Kampfbereiche, das sind quasi so Konfliktzonen zwischen den Fraktionen, in denen die Piloten sich halt einer Fraktion anschließen und dann quasi gegen die andere Fraktion kämpfen. Das heißt, da sollten wir erstmal relativ sicher sein. So, aber wir müssen da jetzt erstmal hin. So. Ist natürlich schon ein bisschen weiter weg. No. Aber da kommen wir noch hin, da kommen wir noch hin. Aber was wir jetzt einmal kurz machen können, wo wir auf dem Weg dahin sind, hier. Status. Ah, das wird dann also Dragons of Gliese, beziehungsweise Gliese die Aristokraten. Oder Dragons of Gliese. Den sollten wir uns nicht anschließen. Die andere Fraktion gehört zur Föderation und die, die wollen wir unterstützen, ne? Naja, wollen wir doch mal schauen. Ich finde es eigentlich richtig schön hier mit den Schatten vom Stern. Ziemlich geil. Wirklich ziemlich geil. Okay, konzentrieren wir uns mal wieder. Ja, wieder mal ein bisschen langsamer. Langsamer. Immer ein kleines Stückchen langsamer. So, jetzt wieder ein stärkeres Stückchen. So. Schwache Signalquelle. Mhm. Ich denke mal, ein bisschen schneller können wir. Okay. So, und dann haben wir da endlich mal einen Kampfbereich, liebe Freunde. Da können wir uns dann auch mal einer Fraktion anschließen. Aber ist ja richtig schön hier mit unserem Status gerade, dass wir hier jetzt Rekrut sind. Meine Güte. Wir wurden quasi in der Föderation befördert. Wir wurden jetzt quasi anerkannt von der Föderation. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Und ich glaube, auf diesem Planeten könnte man eventuell landen. Obwohl, das sieht mehr aus wie so ein Gasriese. Oder? Wie so ein Gasplanet. Wie der Jupiter das ist, ne? So sieht der irgendwie aus. Obwohl, da gibt's... Nee, das ist noch im Weltraum. Das ist nicht auf dem Planeten. Neue Astron... Oh, Kinder. 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 Das machen wir noch immer. Suche Waffen. Kampfbereich heftig. So. Und dann einmal hier in diesem Kampfbereich weniger heftig. So, Kinder. Jetzt geht's los. Wir ziehen in Krieg. Könnte man so eigentlich sagen. Das ist quasi so, dieser Kampfbereich wie so ein Schlachtfeld, auf dem man sich dann bekriegt. Der weniger heftige Kampfbereich könnte wahrscheinlich sogar einer sein, bei dem wir nicht einmal die großen Fraktionen drin haben, sondern wo sich kleinere Fraktionen des Systems irgendwie um die Vorherrschaft streiten. Vielleicht sogar diese Dragons und die Aristokraten. Wer weiß. Das werden wir jetzt einfach mal untersuchen. So, hier haben wir schon mal ein paar Funktionen. Fraktion. Ah, Confederation of Gliese. Oder... Das ist natürlich, welche nehmen wir jetzt? Na gut, die Gunjets nehmen wir mal.
Oh, Kinder, hier geht's aber ziemlich ab. Gunjet. Und da haben wir schon welche. So. Eigentlich kämpfen wir hier. Kinder, das machen wir jetzt einfach. So. Wieder in Reichweite. Wir kämpfen jetzt hier einfach. Es könnte natürlich auch sein, dass wir selber jetzt abgeschossen werden, dass sich hier einer uns raussucht. Aber hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Auf jeden Fall kriegen wir hier noch massig Kampfbelohnung, wenn wir das hier machen. Wir geben mal ein bisschen mehr Energie auf Waffen, damit wir hier... Wir werden noch... Doch, jetzt sind wir... Jetzt werden wir angegriffen. Ach du meine Güte. Okay. Der ballert uns an hier. Der hat's jetzt auf uns abgesehen. Okay, einmal schnell ausweichen. So. Ja, der will's. Oha, der macht hier aber. Der macht hier ziemlich einen Alarm. Der hat uns gleich. Unsere Schilde sind aus. Okay. Das ist natürlich nicht so geil. Okay, okay. Kinder, vielleicht müssen wir uns einfach einen kleineren suchen. Okay, unsere Schilde sind wieder on. Wir müssen uns irgendwie eine Situation suchen, wo wir... Ach du meine Güte. Die schießen wieder auf uns. Ja, wir wollen hier nicht irgendwie jetzt abkratzen. Kinders. Frameshift verfügbar. Okay, noch halten unsere Schilde. Na toll, das ist wieder dieses Abwurfschiff hier, das uns jetzt verfolgt. Ah, da haben wir natürlich jetzt eine... Da haben wir uns natürlich jetzt eine ganz blöde Situation gemacht. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut, liebe Freunde. Vielleicht können wir uns hier durch das Kampfgebiet einmal hier durchwuseln und dem ein bisschen entkommen. Hoffen wir es mal. Okay, unsere Schilde sind wieder on. Das ist jetzt wenigstens etwas. Aber der trifft uns natürlich immer noch. Das finde ich jetzt nicht so geil. Jetzt such dir mal jemand anderen. Kinder, der...
Der macht uns hier noch fertig. Das finde ich jetzt nicht so geil. Okay, Kinder, wir versuchen hier jetzt so ein bisschen... Wir versuchen hier jetzt mal so ein bisschen was zu machen. Na toll, toll. Ja, wir haben auch keine Energie auf die Waffen. Kein Wunder, dass wir nicht ballern können. Ach, Kinder. Kinder, Kinder, wir kratzen hier noch ab. Ich weiß nicht, ist das jetzt so eine gute Idee? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Obwohl, das ist genau der. Das ist jetzt genau der, den wir eben angegriffen haben. Bedeutet, eigentlich sollten wir den angreifen. Verdammt wenig. Kinder. Nee, wir verziehen uns. Ja. Kinder, nicht genug. Wir haben nur noch 20%. Kinder, also wir verziehen uns. Ach, Kinders, wir verziehen uns. Cannot comply. Shields online. 19%. Okay, Kinder. Wir schaffen es, wir schaffen es hier. Wir schaffen es raus. Frameship drive charging. So. Die killen uns jetzt nicht. 4, 3, 2, 1. Also ganz so einfach ist das dann doch nicht. Ja. Aber liebe Freunde, wir haben ein bisschen jedenfalls gemacht. Aber ich glaube mal, hier haben wir dann doch verloren. Da haben wir uns wohl für die falsche Seite entschieden. Ne? Mal schauen. Wie ist denn unser Ruf in der Föderation? Weil wir haben ja auch gegen Föderation gekämpft. Obwohl, naja. Naja. Es geht, es geht. So, schauen wir mal, wo haben wir denn Kontrollpunkt? Stopp. Shoddy Settlement. Oder Sudi. Sodi. Irgendwie so. Und, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da war eben ein kleines Nachrichtenfenster von Steam. Ich hoffe mal, dass man das so jetzt nicht sehen kann, weil bisher, ich glaube, das wird nicht aufgezeichnet. Ganz einfach, weil Steam, dieses Steam-Overlay ist in OBS nicht ausgewählt. Ich glaube, so war das, dass er das dann nicht aufnimmt. Ich bin mir aber so jetzt nicht sicher. So, auf jeden Fall mit 19% müssen wir mal aufpassen hier. Wir sind mal wieder ein bisschen zu schnell. Habe ich das Gefühl? Bisschen, ja, ja, wir sind immer noch zu schnell. Kinder. So. Jetzt aber. 4, 3. Das sollten wir hinkriegen, liebe Freunde. Das sollten wir hinkriegen. Na also. Perfekt. So. Aber, Freunde, unser erster Ausflug in ein Kampfgebiet. Wir haben es überlebt. Ne? Und das als Verliererfraktion. Wir waren vorhin noch der Letzte, der übrig geblieben ist. Und wir haben uns verzogen. Also das war eigentlich eine...
Ja, das Beste, was wir machen konnten. Beziehungsweise das Beste, wo wir in der Lage zu waren. Und ich glaube, hier haben wir jetzt wieder... Ja, natürlich. So. Landing gear deployed. So, genau. So ist das doch schön. So, jetzt erstmal alles reparieren lassen. Hoffentlich kann man das hier machen. Hoffentlich. Alles reparieren, ja. Kann man. Wunderbar. Schwarzes Brett, was gibt's denn hier? Hilferuf seitens Confederation of Gliese. Die war natürlich... Hilferuf, Spenden, das machen wir. Das macht nochmal so ein bisschen mehr. Spendenanfrage, genau, Spenden. Denn, so, Werbeproben im System, Core-System finden und bergen. Wie, wo ist denn das? Zeig uns mal die Galaxiekarte. Ach, das ist ja gar nicht so weit. Da ist das. Kinder, da kommen wir ja eigentlich so mit einem einzigen Sprung wahrscheinlich schon hin, ha? Liebe Freunde, das machen wir dann noch einmal. Belohnung, Werbeproben, die müssen wir da wahrscheinlich alle aufsammeln, ne? Nach einem Angriff im System Core. Im Core-System-Sektor XUMPA52 sind Werbeproben abhanden gekommen. Wir brauchen jemanden, der die verlorene Fracht für uns ausfindig macht und uns zurückbringt. Tja, liebe Freunde, das machen wir doch mal. Probieren wir sie jedenfalls mal. Dann würde ich doch mal sagen, zurück zur Oberfläche. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier... Kann man das so schon ausfinden? Ich glaube, das war hier. Core-System-Sektor XUMPA52. Glaube ich. Ich glaube, das war's. Wir müssen mal schauen hier, galaktische Karte. Und dann, ja. Das war's. Genau, da müssen wir einmal hin. Das ist schön. Das ist wunderbar. Starten. So. Jetzt müssen wir hier erstmal von der Station weg. Da haben wir es schon. So. Und auf geht's, liebe Freunde. Na? Werbeproben. Sollen wir zurückholen? Ja, dann schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal. Und wie war das jetzt eigentlich mit unserer Fraktion hier? Wollen wir das nochmal kurz gucken? Gleich. Wenn wir da sind, ich glaube, das machen wir noch einmal. Und zack, einmal auf null den Antrieb und Fraktion ist leer. Okay, untersuchen wir den hier nochmal, denn das kann ja nie schaden. So, wollen wir doch mal schauen. Der forscht bergbare Wrackteile. Ich denke mal, das wird es dann wohl sein. Oh, hoppala. Ja, den sollten wir schon fertig erforschen. Aber ich denke mal, die bergbaren Wrackteile da vorne, die sind das. Das sind unser Missionsobjekt. Würde ich jedenfalls mal so... Oder da? Ich weiß es nicht. Obwohl, weil die schon so komisch ausgewählt sind hier in Blau. Nein, jetzt haben wir die abgewählt. So... Wo haben wir sie? Da sind sie. Bereit zum Dropout. So. Sind das hier denn die entsprechenden Werbeproben? Wollen wir doch mal schauen. Werbeproben. Na also, das sind sie.
dann müssen wir hier nochmal vorsichtig sein. Wir machen einmal hier Funktion, die Frachtluke. Und vorsichtshalber noch die Laser. Falls hier irgendwie nochmal irgendwas auftaucht. Ja. So, Fracht aufgenommen. Und dann... Wir gehen die alle der Reihe nach ab hier. So, einmal den. Fracht aufgenommen. Jetzt einmal den. So. Dann einmal den hier. So. Na komm schon. Zack. So, vorsichtig, vorsichtig. Jo. Die haben wir. Und dann noch den letzten, der da oben irgendwo hängt. Wir fliegen wahrscheinlich wieder um ihn herum. So. Flutsch. Wunderbar. Und ich habe das Gefühl, dass hier niemand auftaucht und uns hier irgendwie angreifen möchte oder so. Aber es ist ja immer gut, vorbereitet zu sein. Deswegen haben wir da schon mal so unsere Waffen gezogen. So. Viel zu holen gibt es hier jetzt nicht mehr. Deswegen gehen wir wieder. Wo waren das? Galaktische Karte. Diese 875. Zack. Zack. So. Frameshift Drive charging. Und dann schauen wir doch mal, dass wir da anständig rankommen. Nochmal einen schönen, ja, Auftrag erledigt. Ist doch schön. Ist doch wunderbar. Aber am meisten freue ich mich wirklich über den Rangaufstieg in der Föderation, den wir jetzt haben. Auch wenn es nicht besonders viel ist, ne? Ich meine, wir sind jetzt Rekrut. Das ist nichts Besonderes, aber es freut mich trotzdem. So, wo haben wir jetzt Saudi Settlement? Auswählen. Da sollten wir ja dann auch wieder zurück, ne? Wenn wir da dann auch den Auftrag angenommen haben. Deswegen fliegen wir da jetzt nochmal hin. Schöne Sache. So. Bergungsgut. Und wir haben immer noch das Kopfgeld, diese Bescheinigung. Müssen wir mal schauen, wann wir da hinfliegen. Ich weiß es derzeit noch nicht, wann wir da mal hinfliegen. Aber Bergungsspezialist. Zurück. Schön. 16 Sekunden noch, 14, 13, 12. Okay, ein bisschen langsamer schon mal. Ein bisschen langsamer. Wir kommen sonst viel zu schnell rein hier. Kampfbereich heftig. So. Kampfbereich weniger heftig. Da ist wahrscheinlich nichts mehr los. Obwohl, da könnten wir dann rein theoretisch noch einmal kurz reingucken. Ne? Aber ich denke mal, es bringt nichts. Naja, ich denke mal, wir brauchen da auch ein bisschen, ja, bessere Ausrüstung in unserem Schiff. Gerade Rumpfverstärkung und so weiter. Wir müssen das hier, wenn wir denn im Kampf so was machen wollen, müssen wir wahrscheinlich die
ganze Geschichte hier auf Kampf trimmen. Das heißt also starke Rüstung, starke Waffen und dann klappt das alles. Würde ich jetzt mal so vermuten, dass wir das so machen müssen? Ich bin, was das angeht, jetzt noch kein Experte, aber was ja nicht ist, kann noch werden, ne? So, das sieht alles schon mal ganz gut aus. Wir könnten ein bisschen beschleunigen. Das sieht gut aus. Das ist wunderbar. Wunderbar. Und zack. Bereit zum Dropout. So. Ach Kinder, das ist doch richtig schön jetzt hier. So. Dann müssen wir hier mal gucken, dass wir da hier hinfliegen. So. Dann nochmal schnell das Fahrwerk ausfahren. Und dann sind wir hier doch auch schon good to go, ne? So. Na, das war jetzt nochmal eine geschmeidige Landung. Wie aus dem Bilderbuch. So, schwarzes Brett. Komm doch mal her. Na, also, Bergungsspezialist, Belohnung, 10.000 Credits. Wir haben alles. Moment mal. Kontakte. Die wollten nur eine haben. Wie viele haben wir denn jetzt hier noch? Haben wir jetzt... Wir haben immer noch 6 Werbeproben hier drinne. Liebe Freunde, wir hätten eigentlich nur einen mitnehmen müssen. Okay. Naja, gut. Unseren Rang hat das jetzt um 1% nur erhöht, aber das ist ja schon mal etwas. Spende erbeten? Oh. Die Aristokraten? Nö. Die unterstützen wir nicht. In sicheren Händen. Zur Verteilung beschaffen. Bier. Dazu bräuchten wir hier natürlich auch eine wohlgesinnte Beziehung. Liebe Freunde, dann... wir gehen erstmal noch hier in die... Wir können doch hier Inventar, die Werbeproben, entsorgen. Genau. Dann entsorgen wir die alle mal. Denn was sollen wir damit? Ja. Und dann schauen wir nochmal in dem Kampfbereich. Da schauen wir nochmal ganz kurz rein. Weniger heftig. Ob wir da denn nicht irgendwie, ja, irgendwas haben. Ja. Gefährdungsnavigationssignal. Was soll das eigentlich sein? Gefährdungsnavigationssignal. Habe ich noch nie gehört. Das erste Mal heute. Kampfbereich, komm mal her. Und vielleicht können wir da, naja, uns der einen Fraktion anschließen, die da dann automatisch auch die Oberhand hat. Wer weiß, ne? Wer weiß, wir schauen mal kurz nach. Kann ja nicht schaden. Ne? Mehr als sterben können wir ja nicht. Und nicht mal das ist hier möglich, weil uns das Schiff schützt. Meine Güte, wir kommen ganz schön nah am Planeten vorbei. Ja, wundervoll. Wir sind wieder mal zu schnell. Oh,
Und seht ihr diese Shader hier? Es wird... Oh, den haben wir entdeckt. Den haben wir entdeckt. Das ist doch was Schönes. So. Also auch hier das Shading von den Planeten und so. Also ihr seht das jetzt hier an dieser Schattenkorona. So nennt man diesen Übergang zwischen hell und dunkel. Dass der ein eigenes Shading hat. Der ist ein bisschen rot. Ich mag sowas. Na? Und auch dieses leichte Leuchten, was er hier hat. Dieses, also nicht der Blumeneffekt, sondern direkt am Rand vom Planeten. Na? Wie so eine Atmosphäre irgendwie. Gefällt mir irgendwie so. Also vom... Von der Optik. Wo haben wir jetzt den Kampfbereich? Da oben wahrscheinlich. Den haben wir wahrscheinlich hier ganz oben, oder? Ja, da haben wir ihn. So. Genug geschwafelt. Gehen wir wieder in den Krieg. Ja. Schon mal alles auf System. Man weiß ja nie. Oh, also hier sind mal wieder sehr viele unterwegs. Funktion, Fraktion wählen. Ich denke mal, die hier hat die Oberhand. Und da sollten wir einmal... Da sollten wir uns einmal einen aussuchen, der, ja... Nein, sollten wir uns aussuchen. Auf den wird gerade ziemlich heftig geschossen. Wir schießen mal so ein bisschen auf ihn. Ne? Ein ganz kleines bisschen. Wird ja wohl drinne sein hier. Der geht jetzt auch so ein bisschen so ins Abseits, das ist schön. Oh, verdammt. Ah, okay, die schießen weiter, das heißt, er ist abgelenkt. Gute Sache. Ich denke mal, den erwischen wir. Den müssen wir jetzt mal erwischen. Also ich denke mal, wir haben hier auch ein, oh, shit. Der will jetzt uns ans Leder. Aber noch geht's uns ganz gut. Okay, okay, da kommen noch weitere. Wir müssen wieder mal unsere Laser aufladen. Reichweite. Okay, okay. Also noch sieht das ja ganz gut aus. Target Shields online. So. Schön die Schilde zerstören hier. Das ist schön, dass er so ein bisschen abseits ist. So kann man den immer schön bearbeiten. Ja, und der verliert doch auch ganz schön fleißig an Energie. Ist ein bisschen zu schnell. Jetzt geht er natürlich uns an Kragen hier. Noch geht's uns ganz gut. Noch geht's uns ganz gut. Frameshift verfügbar. Also ich hoffe mal, den erwischen wir.
Aber es sieht ja auch ganz so aus, ihr seht das auf unserem Radar, sehr viele grüne Punkte. Wir werden definitiv die Oberhand haben hier. Also wir werden hier definitiv gewinnen. Definitiv. Wieder an uns ran. Wir ducken uns hier mal ein bisschen weg. So, wo ist er denn jetzt? Da oben. Siebenundzwanzig, also yo, das geht. Okay. Okay, okay. Die haben aber auch eine starke Hülle, das glaubt man so gar nicht. Na gut. Okay, der hat nur noch 22%. Jetzt hat er es wieder mal auf uns abgesehen hier. Aber gut. Wir kriegen ihn noch runter. Jo, 11%. So. Meine Güte, was war denn das jetzt? Düppel? Waren das wieder seine Düppelaktion hier? Die macht er doch gerne. Unsere Schilde sind auf. Jetzt hat er es aber. Jetzt will er es aber wissen hier. Okay. Fliegen wir mal ein bisschen abseits. Damit wir hier so ein bisschen unsere Schilde wiederherstellen können. Da hinten ist er. Okay. 3% hat er noch. 2. Der ist auf 0 und da haben wir ihn. Kinders, da kommen ja immer mehr. Kinders. Ja. Kinders. Oh, Kinders, Kinders, Kinders. Ich glaube, das ist jetzt nicht gut. Nein, das ist... definitiv nicht gut. Definitiv nicht gut. Okay, aber wir haben noch mal ein bisschen was gemacht. Oh, Kinder. Puls. Und ich schreie hier mal wieder ins Mikrofon rein. Das war doch ein bisschen gefährlich jetzt zum Ende hin. Aber ich hoffe noch mal, dass wir hier ein bisschen was geschafft haben. Naja, naja. Ja, Frameshift verfügbar, schöne Sache. Gut. Wir fliegen jetzt noch einmal kurz zurück ins in die Station. Ja, meine Güte, also wenn wir sowas machen wollen, liebe Freunde, da sieht man es. Man muss die Kiste aufrüsten. Es geht nicht anders.
Auch unsere Schilde, wir müssen unsere Schilde irgendwie robuster machen, dass wir ein bisschen mehr aushalten. Ich weiß nicht wie. Ich weiß erstmal nicht wie. Aber okay, fliegen wir nach Saudi Settlement und dann, reparieren wir erstmal ein bisschen was. Wir haben jetzt nur noch 11%. Unser Schiff ist kurz vorm Auseinanderbrechen. Und das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Aber wir haben der Föderation ein kleines bisschen geholfen. Das heißt also, ja. Obwohl ja auch wieder nicht, weil das waren beides zwei föderale, also zur Föderation gehörende Fraktionen. Naja. Okay. Endlich wieder in Sicherheit. Wir sind wieder viel zu schnell. Nein! Kinders! Was war denn das jetzt? Okay. Unser Schiff wurde zerstört. Aber, ja. Alles neu kaufen. Okay, Kinders, das war jetzt eine ganz dumme Aktion. Naja. Kann mal passieren. Aber wir sind auf diesem einen, auf dieser einen Station, also von daher, naja. Na. Zack. Sorry. Settlement. Wir haben ein bisschen was verloren und unsere ganzen Forschungsdaten sind weg. Wie sieht's denn jetzt mit unserem Ruf aus hier zurzeit? Wollen wir doch mal gucken. Ja, das geht doch alles. Okay, liebe Freunde. Dann würde ich doch mal sagen, machen wir hier eine kurze Pause und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder, wo wir dann hoffentlich nicht sterben, ne? Durch irgendeine blöde Aktion. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Bis dahin, ich sage Tschüss und bis dann.